Hallo zusammen und seid gegrüßt. Eine ganz besondere Rezension. Schnarch, es wird langweilig. Weil dieser Proteinriegel tatsächlich von dieser Marke und dieser Art noch nie von mir getestet wurde. Unzählige Questbars probiert, unzählige Body Attack oder Wilder oder hier und jenes. Aber diesen Riegel hier noch nicht, denn der ist, ich weiß es nicht, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Der hier ist nur bei Müller zu haben, der Drogerie Müller. Es steht nicht drauf, dass es nur Müller ist. Ich weiß auch nicht, ob es die Müller Eigenmarke ist, Premium Protein, aber ich glaube schon, weil ich es noch nie gesehen habe, in einem anderen Drogeriemarkt wie Rossmann oder DM. Im Schlecker gibt es ja nicht mehr, dank diesem Gauner, obwohl nicht wegen ihm, aber das war schon eine kritische Sache, was er da gemacht hat. Aber er hat ja nur ein bisschen auf Bewährung bekommen, ist ja alles gut. Premium Protein scheint aber zumindest die Müller Eigenmarke zu sein, denn hier in meiner Stadt hat ein Müller aufgemacht, worüber ich sehr happy bin. Gab es hier nämlich nicht. Ich kenne Müller nur aus Jena. Schöne Grüße an Rotkäppchen an dieser Stelle. Da kannte ich den Müller Drogeriemarkt, als ich mal auf einer GMP-Fortbildung war. Was es GMP ist, könnt ihr googeln, falls es euch interessiert. Müsst ihr aber nicht. Ich war jedenfalls dort 6, 7 Wochen in dieser Stadt und dort gab es eben diese Müller Drogerie, die ich sonst von nirgendwo erkannte. Und jetzt hat hier in Dortmund auch ein Müller aufgemacht und ich direkt hin, einfach nach der Öffnung geguckt, was es so gibt und unter anderem diesen Proteinriegel gefunden, der da mit 50% Protein daherkommt. Hier in der Sorte Chocolate Karamell. Premium Protein hat 1 Euro gekostet. Also so teuer wie die Riegel von Rossmann auch und DM, der gibt es jetzt auch so länger. Ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal und auch auf foodlove.com die Videos und Berichte dazu sehen. Gibt es auch 50% Proteinriegel, auch für 1 Euro, die aber mehr wiegen als dieser hier. Ich glaube, der von Rossmann wiegt 50 Gramm, der von DM 45 und der hier wiegt nur 40, also preis-leistungsmäßig der teuerste dieser 3 Riegel. Ja, trotzdem entscheidet natürlich am Ende auch der Geschmack und die Zutaten, denn der Preis ist nicht alles. Er ist zwar manchmal heiß, aber eben nicht das Wichtigste. Wir gucken einmal drauf. Eine Sache, die mir bei diesem Riegel hier schon mal ganz gut gefällt, ist, dass der Fettgehalt relativ niedrig ist. Da gibt es mehr bei manchen Proteinriegeln. Wir haben hier 7,3 Gramm Fett pro 100 Gramm, insgesamt übrigens 334 Kalorien. Kohlenhydrate haben wir 26, aber nur 1,7 Gramm Zucker und der Rest sind fa nahezu fast komplett Polyole, also Süßungsmittel. Sprich, der Riegel ist auch Low Carb oder ja, Reduced in Carbs. Ne? Man muss jetzt sagen, wie definieren wir Kohlenhydrate? Jedenfalls ist hier kein Zucker, auch Mehl oder ach, weiß ich was drin. Mehl ist ja sowieso nicht drin, aber 50 Gramm Eiweiß auf jeden Fall. Bam, ist viel. Ja, muss man sagen. Mal gucken, was hier drauf steht. On average, less carbohydrates than traditional chocolate bars und 30% weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Schokoriegel. Ist ja auch kein Schokoriegel. Oh, hier steht auch. Ist a trademark of Premium Nutrition Corporation. Ja, also die ist wohl quasi ja, in der Aufstellung in Deutschland, soweit ich das verstehe. Ich weiß es nicht. Ist es eine Müller-Marke? Keine Ahnung. Wir gucken uns mal die Zutaten an. Riegel mit Eiweiß, Milch, Schokolade, Konfitüre, Süßungsmittel, Karamellgeschmack. Verzehrempfehlung 1 bis 2 Riegel am Tage. Ja, das kann man eh drauf scheißen. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Zutaten Milch, Schokolade, Konfitüre mit Süßungsmittel 18%. Größte Zutat. Dann kommt, was ich übrigens bei diesem Riegel ganz nett finde, ist, dass wirklich die Zutaten, was an Eiweiß und so weiter drin ist, hier genau erläutert. Wir haben nämlich Calciumcaseinat 16%, Feuchthaltemittel, Glycerin. Und dann kommt leider schon mit 15% Kollagenhydrolysat. Also wir haben nur minimal das hochwertige Calciumcaseinat mit 60% mehr als das Kollagenhydrolysat. Und danach kommt auch das nicht ganz so hochwertige Soja-Eiweiß. 12 plus 15 ergibt 27 plus 16, 27, 37. Und dann haben wir schon 43 und dann kommen noch ein paar Soja Crispies und so weiter. Da kommen dann die restlichen Prozent Soja bzw. Eiweiß her. Man muss also sagen, von den 50% kann man 15% schon in die Tonne treten. Kollagenhydrolysat ist kein gutes Protein. Dann haben wir Süßungsmittel Sucralose noch drin, aber eben auch, das wird hier irgendwo stehen, in der Milchschokoladenkuvertüre Maltit. Das ist übrigens dieser Kohlenhydrat, der als Polyol gilt. Sorte Chocolate Karamell, machen wir ihn einmal auf und schauen ihn uns mal an.
Zumindest fühlt sich das Papier schon netter an. Das ist irgendwie so ein bisschen glatter. Sonderlich spektakulär wird der vermutlich nicht aussehen. Genau, sondern einfach nur so ein Block, wie man es meistens kennt. Nichts Besonderes, relativ dünn. Keine, also da finde ich die von DM weitaus schöner. Und ja, die haben oben noch so Crispies drauf. Dann gibt es Sorten Haselnuss, Erdbeer und so weiter. Schon nicht schlecht. Wir gucken jetzt ihn aber mal. Ah, schon sehr zäh. Mal von innen an. Oh ja. Also sehr simpel. Wir haben da so ein bisschen Soja-Crispies drin, wie man sieht. Aber, ups, jetzt fällt die Kamera hier um. Das war's dann auch schon. Ich meine, die von DM und Rossmann sehen jetzt auch nicht so viel besser aus. Wobei, da gibt es jetzt auch so Crunchy Bars. Die sind sehr geil bei Rossmann. Der war wirklich gar nicht mal so schlecht. Der war sehr lecker. Das hier ist wirklich nur Außenschokolade, innen drin die Masse. Also sehr, sehr einfach. Und ihr merkt es vielleicht oder seht es, ich merke es, sehr zäh. Aber es kommt doch auf den Geschmack natürlich an. Gucken wir mal schön. Wir sehen, dass wir hier auch wirklich relativ viel Schokolade außenrum haben. Also relativ dick. Ja, aber trotzdem noch weniger als bei manch anderen Riegeln. Jetzt zäh. Schmeckt Schokolade. Karamell. Weniger. Er sieht auch nicht so spektakulär aus wie auf dem Bild. Ich würde sagen, der Unterschied ist gewaltig. Ja, haut mich jetzt geschmacklich echt nicht aus den Socken. Das Schöne, ich persönlich mag das. Er ist relativ zäh und hat so einen ja, Kaubonbon-Charakter. Aber das war's. Also Preis ist niedrig, Zutaten könnten besser sein. Ich denke aber mal, also im Vergleich würde ich sagen, greift lieber zu denen von DM, die finde ich persönlich am besten. Ich weiß es gerade nicht mehr. Die haben auch Kollagenhydrolysat, glaube ich, drin. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, wie viel. Jedenfalls, ja, wenn man mal beim Müller ist, kann man sich das Ding, denke ich mal, mitnehmen für 1 €. Aber es gibt bessere Riegel bei Discountern. Man darf sich nicht von solchen Dingern wie 50% verwirren lassen. Ich meine, gut, wir ziehen ja meinetwegen 15% ab, ja. Dann haben wir immer noch, von dem Kollagenhydrolysat, haben wir immer noch 35% relativ gutes Protein wegen dem Soja. Der Preis ist in Ordnung und die Kalorien ist etwas niedriger, weil er nicht so voll ist mit Fett wie manche andere Riegel. Ich habe zum Beispiel auch diesen hier gekauft, der wird auch bald getestet. Der bringt es auf 23 Gramm Fett pro 100 Gramm. Der hat 426 Kalorien. Also das ist dann schon, wenn man auch so ein bisschen immer auf die Kalorien an sich guckt, ist der Riegel hier gar nicht so verkehrt, denn er hat ein bisschen weniger als viele andere. Auch wenn es noch welche gibt, die noch weniger haben. Nur die haben dann meistens keine Schokolade, denn die Kalorien stecken halt im Fett, weil Proteine auch Kalorien haben, ne? Viele Leute glauben, oh, Protein ist gesund. Proteine haben genauso viel Kalorien wie purer Zucker. Ne? Aber es geht eben darum, was sind die besseren Kalorien. Deswegen, da dürft ihr euch nur nie von irgendwie blenden lassen. Boah, viel Protein ist bestimmt voll gesund. Ja, gesünder, aber kalorientechnisch nicht besser, wenn man das auch immer im Hinterkopf hat. Nichtsdestotrotz, probiert es mal gerne aus, aber nur, wenn ihr keinen anderen zur Wahl habt. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag noch und schreibt mir gerne einen Kommentar, ob dies eine Müller-Eigenmarke ist oder welche anderen Produkte aus Müller ich unbedingt mal probieren soll, denn jetzt gibt es hier Müller, ich kann durchprobieren. Schönen Tag nochmal und ciao.